Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der aktuellen Glossy Box in der Girls Edition. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Glossy Box Girls ist eine Sonderausgabe der Glossy Box. Wenn man ein Abo hat, bekommt man die für 18 Euro. Wenn man kein Abo hat, bekommt man die für 23 Euro. Mit dem Code GIRLS bekommt man die für 18 Euro, wenn man kein Abo hat. Ja, schau gerne in der Infobox vorbei, da habe ich dir alles soweit verlinkt. Und hier haben wir immer relativ viele Produkte drin, relativ große, schwere Produkte und auch einen schönen Warenwert, einen schönen Mix. Also ich finde die Glossy Box Girls immer ziemlich cool. Ich weiß nicht, ob die alle zwei oder alle drei Monate erscheint. Ich finde es auf jeden Fall spektakulär. Ich weiß nicht, ob ich auch noch eine in Kooperation zugeschickt bekomme. Ich werde auf jeden Fall in diesem Video eine Glossy Box an euch verlosen. Ich habe nämlich noch welche von vergangenen Boxen. Also entweder kriegt ihr eine vergangene Box oder eben diese Glossy Box Girls Edition. Ne? Das ist halt eine Verlosungsgeschichte. Schau gerne in der Infobox vorbei, was da die Teilnahmebedingungen sind und ja, viel Erfolg, ne? Verlose ich eine auf jeden Fall in diesem Video. So, ja, sieht hübsch aus, ne? So ein etwas schönes, bläuliches, lila-bläuliches, dreckig-grün-mintiges Design. Und jetzt schauen wir mal hinein. Ich glaube, die macht wieder Laberababer. Und ich habe jetzt hier auch so ein bisschen... Keine Ahnung, da ist irgendwas rausgefusselt gerade. Mein Tisch sieht echt spektakulär gerade aus. Keine Ahnung, was hier gerade am Fusseln ist. Das werden wir gleich sehen. Also hier drin, oh mein Gott, das ist Gröbelpapier, glaube ich. Oh mein Gott, okay. Ja, also das ist alles voll mit Fusseln hier. Mann, Mann, Mann. Let it glow ist hier die Ausgabe. Hey Glossy Girl, unsere neueste Edition der Glossy Box Girls liefert dir im Winter die Beauty Essentials, die du zum Strahlen brauchst. Von der richtigen Skincare bis hin zum passenden Glowy Make-up. Okay, richtig cool. Und auch hier haben wir wieder einen QR-Code, den ich scannen werde, um euch die Produktinformationen rauszusuchen bzw. die Preise auch einblenden zu können. Ich sehe hier schon Mermaid and Me durchschimmern. Läuft. Also das hört sich doch schon mal gut an. Ansonsten haben wir hier keinen Duft und ja, so ein Schleifenpapier, was ich einmal aufmache. Wahnsinn, was ist das hier? Warum fusselt das denn so? Mann, das muss doch nicht sein hier. Ist total gefusselt. Ja, das kommt wirklich von dem Krübelpapier. Keine Ahnung, was die da gemacht haben. Wir haben hier sogar ein Parfum drin. Das haben wir meistens hier auch drin enthalten. Vielleicht so ein Monk, ne? Ich kann das gar nicht haben. Am liebsten würde ich mir jetzt ein Tuch nehmen und das alles sauber machen. Okay, als erstes Magnolia Dream Hair Mask. Oh, Leute, guckt euch das doch mal an. Dann seht ihr mein Monk. Ne, was da los ist. Okay, eine Hair Mask Moisture and Care. Sowas finde ich gut. Ich habe auch aktuell von Mermaid and Me eine Haarmaske in Anwendung. Das ist die Aloe. Irgendwas. Die gefällt mir wirklich gut. Die war mal in einem Adventskalender drin. Und ja, die hier kann ich mir auch vorstellen, dann in Anwendung zu nehmen. Mann, ey. Dann muss ich hier nachher wieder saugen, Leute. Was ist das denn? Aber ich rieche mal dran. Riechst du nichts. Okay, be good to yourself. Das ist super wichtig. Ich muss auch mal wieder zum Friseur, ne? So Spitzen schneiden oder so. Habe ich jetzt wirklich seit Jahr und Tag selber gemacht bei mir. Ich glaube, so langsam dürfte mal wieder ein Profi ran, mit einer Profi-Haarschere vor allem. Naja, mal gucken, wann ich mir das mal gönnen kann. Wir haben auch immer richtig viel dekorative Kosmetik in den Glossy Box Girls Boxen drin, was ich immer sehr feiere. Sleek ist jetzt so eine Marke, die war mal cool, als ich mit YouTube auch angefangen habe. Mittlerweile ist die jetzt nicht mehr so in. Matte Me ist halt auch nicht so meine Welt, ne? So ein Ultra Smooth Matte Lip Cream, nee, ist nicht meine Welt. Leider, leider. Velvet Slipper 1039. Es ist eine schöne Farbe, die aber auf meinen Lippen nicht gut aussehen wird, weil zu dunkel, das macht mich zu blass, ne? Und Liquid Lipstick ist sowieso nichts für mich. Deswegen interessant, dass wir diese Let It Glow Geschichte hier haben, aber eine Ultra Matte Lip Cream passt nicht.
nicht. Okay, dann habe ich hier eine Lidschattenpalette. Sowas finde ich immer schön. Von Alverde Naturkosmetik. Ja, hier ist ein bisschen was aufgegangen. Das heißt, hier haben wir auch so einen Fusselkram drin. Aber die wird weiter wandern, weil Alverde und ich, wir sind einfach nicht die allergrößten Freunde des Universums, was Qualität angeht. Ich habe ein Fullface mal mit euch zusammen gemacht. Hat nicht so gut funktioniert. Seitdem bin ich mir sicher, dass ich besser von Naturkosmetik aus der Drogerie Finger lasse. Es gibt halt andere Naturkosmetikmarken, die ich gerne verwende. Bayena zum Beispiel ist eine ganz tolle Naturkosmetikmarke, kostet dafür aber auch ein bisschen mehr, ne? Aber gut, ja, schöne Farben. Ich mag das Blau definitiv. Es ist komplett 4 Schimmertöne, deswegen passt das natürlich auch zum Motto. Aber nichts, was bei mir bleiben wird. Es ist ja auch eher eine Marke, eine Box, die eher für Jüngere gedacht ist, ne? Deswegen ganz entspannt. Dann nehme ich mir mal das nächste hier raus. Radiant Glow in a Jar. Okay, das hört sich schon mal ganz gut an. Skin Division Illuminating Balm. Creamy Pearlescent Illuminator mit Shea Butter und Olivensqualan. Das ist cool. 5 Gramm haben wir hier drin. Interessant, dass hier 5 Gramm drin sind in dieser riesen Verpackung. Wahnsinn. Ich glaube, das ist aber auch gar nicht mal so günstig, ne? Ja, okay. Also Highlighter ist es dann quasi, ne? Jo. Wow, was eine schöne Farbe. Was eine schöne Farbe. Oh mein Gott. Okay, und das ist dann der Highlighter. Hier seht ihr die Farbe. Das ist hübsch, oder? Zieht euch das mal rein. Mag ich gerne leiden. Ich hoffe nur, dass der nicht so allzu glitzernd ist. Ja, werden wir mal zusammen testen, Leute, weil ich das einfach sehr spektakulär finde. Boah, ist auch noch verschlossen. Wie sie einfach an allem riecht, ne? Immer an allem muss ich riechen, ansonsten bin ich dann unglücklich. Ich kann dann auch nicht schlafen, wenn ich nicht dran gerochen habe. Wow, okay. Nee, dekorative Kosmetik finde ich schön. So, von Love. Ist das nicht schade, dass Love die Schotten schließt? Also, dass die Ciao Kakao sagen. Finde ich wirklich schade. Habe ich hier Be the Game Changer. Das ist ein Blush. Den müsste ich aber tatsächlich auch noch da haben. Deswegen lasse ich den auch noch original verschlossen. Ist eher so ein Blush-Lighter quasi auch. Ja, jetzt gucken wir mal hier in die heiligen Hallen rein. Love habe ich hier. Blushman Blurring. Ja, guck, da habe ich nämlich genau den drin. Ist relativ hell, weil ist eher so ein Blush-Lighter, ne? Ist so ein marmoriertes Design. Aber schön, Leute, wirklich. Es ist halt eher so ein Hauch von und macht dir jetzt nicht super krass die Wangen. Aber, ne? Ja, mein Kind kann kratzen. Ich habe einen Kratzer auf meiner Hand. Es war nicht Sam, nein. Ja, weil wenn man, ja klar, geswatcht, ne, hast du einen derben Swatch, aber du blendest es ja normalerweise aus und dann siehst du da nicht mehr so super viel von. Aber finde ich schön, dass das mit drin ist, weil es ist zum einen eine schöne Marke und zum anderen ist es so schade, dass Love aufhört. Oder aufgehört hat, ne, die haben jetzt ja gerade, glaube ich, super Sale. Guckt da auf jeden Fall mal vorbei, falls ihr noch unbedingt was haben möchtet. Ne? Sehr schön. So, Scent & Sky. Die Maske habe ich schon mal gemacht. Nicht jeder mag die, aber ich fand die ganz cool. Australian Emu Apple Scent & Sky. Super Bounce Mask. Glow & Plump. 10 Gramm sind hier drin. Reicht für 1 bis 2 Anwendungen. Scent & Sky, das ist auch wiederum nichts Günstiges. Und jo, Emu Apple. Ich fand das einfach witzig von der Bezeichnung her. Ne? Ist ganz cool. Daily Concepts Multifunctional Soap Sponge Aloe Vera. 45 Gramm haben wir hier drin enthalten. Ein Seifenschwamm. Da gucken wir mal rein, oder? Weiß ich nicht, was es sein soll. Hallo? Dann machen wir doch erstmal die Verpackung kaputt. Das ist eine ganz gute Idee, Claudinchen. Wie du einfach überall diese Fusselgeschichten drin hast. Okay, ich weiß, was es ist. Das ist total cool. Da hast du auf der Seite nämlich einen Schwamm, auf der Seite die Seife. Riecht angenehm. Das ist fürs Gesicht. Simply Wet Skin and Soap Sponge with Warm Water Cleanse Skin in Circular Motions to Leather and Exfoliate. Ja, du kannst es halt quasi zum Reinigen und zum Peelen verwenden. Use on body or face depending on your comfort level. Ich würde es tatsächlich nicht fürs Gesicht empfehlen.
wenn man halt sensible Haut hat. Ne? Also für mich ist es eher was für den Körper, also als Körperreinigung und Körperpeeling in einem, was ich auch ganz schön finde. Aloe Vera ist auch so eine feuchtigkeitsspendende Geschichte, wird auf jeden Fall von mir mal ausprobiert und verwendet. Soll ja auch, ne, wie gesagt, Feuchtigkeit spenden. Und das finde ich gut. Ist dann eher ein sanftes Peeling. So, ein etwas kräftigeres Peeling haben wir hier von Bahia. Das ist super teuer. Das hatten wir auch schon mal in einer normalen Glossy Box mit drin. Moana Fleur de Thierry, also mit Thierry Blume. Und ja, das ist, ich weiß, mit Salz, genau. Und ich glaube, das war auch ursprünglich das Peeling gewesen, was mir mein Schritt hat in Flammen aufgehen lassen quasi, weil ich mich gerade rasiert hatte und danach gedacht habe, gute Idee, jetzt mal so peelen mit dem Salzpeeling. 76 Gramm sind hier drin enthalten. Und wie gesagt, das ist nicht günstig, ne? Wird auch wieder verwendet, finde ich schön. Es ist hier so Glas, ne? Richtig cool. Aber dran denken, Claudinchen, nicht vorher rasieren, sondern wenn, dann danach. So, hier habe ich noch zwei Sachen. Oh, nehmen wir erstmal das kleine von Alverde, ein Eyeliner Automatic in der Farbe 16 Light Blue. Den gebe ich meiner Stiefschwiegermama ins Spiel. Die fragt mich immer, immer, immer nach blauen Kajalstiften und die freut sich immer und deswegen gebe ich ihr den. Das ist sogar mit integriertem Spitzer, dass wir die cool finden. Ne? Die sucht auch noch nach welchen, die halt wirklich haltbar sind. Also schreibt mir gerne mal in die Kommentare, falls ihr so richtig haltbare, nicht sackteure, klar, Urban Decay hält wie sonst was und wird ja auch für immer halten gefühlt, aber halt auch so aus der Drogerie vielleicht, ne? Ich kenne mich ja mit Kajal nicht so unbedingt aus, dementsprechend, falls ihr eine Empfehlung habt von ja, blauen Kajalstiften oder generell Kajalstiften aus der Drogerie, die lange halten, gerne in die Kommentare schreiben. Und das hier ist halt dann, ne? Auch übrigens sehr passend zu der Lidschattenpalette, falls man da Bock drauf hat. Und das kann man auch theoretisch in einem wirklich schönen Look miteinander kombinieren. Das kann sehr cool werden, ne? Theoretisch schon. Und dann habe ich hier ein Parfum drin von Nihan. La Seduction. Oder, ja, La Seduction. Also, Seduction. Ja. Eau de Parfum, 50 ml mit Almond, Tuberose und Tonkabohne. Das hört sich nach einem Duft an, den ich gerne mag. Deswegen packe ich den jetzt auch einfach mal eiskalt aus. Ich bin ja normalerweise nicht so der Fan von zu viel Parfum und sage halt auch immer wieder so, ich habe jetzt ein kleines Baby, da kann ich jetzt nicht so super viel Parfum verwenden und so. Aber das hier, das hat mich jetzt gerade von den Duftnoten her sehr angesprochen. Schaut einmal so aus vom Flakon her, richtig schön, kriegt man auch safe in der Drogerie. Ich denke, bei DM kriegst du das wohl, ne? Und dann gucken wir mal, ich habe ja jetzt nichts drauf. Ach, doch, komm, mach ich mir drauf. Wenn das stinkt, ist jetzt blöd, ne? Egal. Oh. Oh, ich mag den Duft. Ich mag den Duft richtig, richtig gerne, Leute. Wow. Mag ich so gerne. Das ist sehr, sehr schwer und sehr weiblich, feminin. Boom, hier bin ich. Das mag ich. Das ist voll mein Ding. Oh, riecht das gut. Das mag ich richtig, richtig gerne allein. Ist jetzt nicht unbedingt etwas, wo ich sagen würde, sehe ich in der Glossy Box Girls. Also das hätte ich tatsächlich eher für eine erwachsene Frau so gesehen. Ich denke immer, eine Glossy Box Girls ist halt viel dafür da, um sie halt so weiter zu verschenken an Patenkind oder so. Ne? Jetzt zum Beispiel Weihnachten ist es eine ganz gute Idee. Und ja, aber weniger halt für eine erwachsene Frau, wobei ich mir die ja selber immer hole. Und jedes Mal halt echt begeistert bin, so auch jetzt, ne? Also wir haben ja richtig schöne Produkte drin. Du hast wirklich geilere Produkte hier drin als in vielen, vielen Glossy-Boxen, die so immer wieder rauskommen, oder? Deswegen, also ich stehe drauf. Gönnt euch auf jeden Fall hart, falls ihr Bock auf die Box habt, ne? Da habe ich euch alles in der Infobox verlinkt. Ich finde auch, dass 18 bzw. 23 Euro sowas von fair sind für diese Box. Das ist echt cool. Und ja, wie gesagt, schaut in der Infobox vorbei, da gibt es sowohl die Infos, wie man daran kommt, als auch zu der Verlosung. Und ja, das Parfum riecht echt gut. Ja, ich mag's. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir.
Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!